Na, das sind auch Wikinger, Marathons Söhne. Und ja, ich glaube sogar, wir können Torvald in dieser Mission gar nicht als Holzfäller einsetzen, weil wir ihn erst ab der nächsten Mission dann als Holzfäller haben. Okay. Ja, ob wir jetzt schon einen Töpfer bauen sollten. Ja, bauen wir sie direkt über. So, du wirst jetzt Holzfäller. Nein, du schläfst erstmal eine Runde, auch gut. Ach, jetzt holt ihr euch hier das Holz, ne? Sage ich, den Weg zurückfindet, ist alles gut. So, dann arbeite mal fleißig. Du brauchst noch ein kleines bisschen, um erwachsen zu werden. Du hast Hunger, okay. Na, ihr findet den Weg zurück, das ist gut. Und wir kriegen Holz. Das heißt, in Zukunft braucht ihr nicht mehr so weit gehen, wenn ihr Holz braucht. So, Uni ist erwachsen. Das heißt, wir könnten eigentlich auch gleich schon ein Zweifamilienhaus hier irgendwo in Auftrag geben. Für unseren Bäcker nachher. So, Farmer.
Die Bärenskelette finde ich ein bisschen gemein irgendwie. So, du hast Farmer gelernt, gut. Du hast schon Holzfäller gelernt, auch gut. Das heißt, du kriegst gleich die Werkzeugschreinerei. Ach, du baust doch schon gleich die Werkzeugschreinerei, gut. Und der Speermacher kommt dann hier hin. Weil für den Tischler spare ich mir jetzt erstmal für die Mission. Geschirr ist wichtiger für die Nahrung. Nachher, wenn alle in einem Haus sind, dann ist das jetzt nicht ganz so wichtig mit dem mit den Möbeln fürs Schlafen. Du bist hungrig, dann geh was essen. Wir haben noch Nahrung hier, aber du willst wahrscheinlich lieber zu Hause essen. Ja, wir haben ja schon ein Zuhause für euch. Für dich ist auch schon mal ein Zuhause in Planung. So, Haftgrim, du solltest ein bisschen Geschirr dann herstellen. Ja, zum Glück reicht uns in der Mission wirklich ein kleines Dorf und ein ziviles Dorf ohne Militär. Aber dadurch, dass wir alles ein bisschen auseinanderziehen müssen, gerade wegen dem Bauernhof, dauert es halt eine Weile. Und dadurch, dass ich meinen Holzfäller halt erst so spät hatte. Ja. Oh, das Zweifamilienhaus wird auch schon gebaut. Sehr gut. Könnten wir theoretisch auch noch einen Schuster gleich in Auftrag geben? Bin mir nicht mal sicher, ob ich in der Mission überhaupt ein Steinmetz brauche.
So, Werkzeugschreinerei ist fertig. Noch sieht es mit der Nahrung sehr gut aus. Also wir haben sogar noch Nahrung. Hier. Also ja, das hier ist ein sehr kleines Eskimo-Dorf. Das da ist etwas größer. Hey, unser erstes Geschirr ist fertig. Und ja, solange sie Stein hier direkt nehmen, habe ich auch noch genug Stein im Lager. Ja, und sobald meine Bäckerei fertig ist und läuft, können wir auch mal endlich den Speed reinhauen. Solange möchte ich das ungern machen, auch wenn wir scheinbar genug Nahrung noch produzieren. Und ja, okay, der Fischer liefert immer noch Nahrung. Direkt an die Häuser aus, obwohl er das nicht bräuchte. Genau, so wird es noch eine Weile dauern, so wie es aussieht, bis da kein Fisch mehr ist. Soll ich dann vielleicht doch ihn als Fischer lassen und einen neuen Farmer? Ich weiß nicht, irgendwann ist der Fisch dann doch alle und dann ist er arbeitslos. Da wisst ihr nicht, was ich mit ihm machen sollte. Ja, ihr Zweifamilienhaus ist fertig.